4 points in it, down to the wire the last minute. Yeah, it was quite a good win for him. Oh, 4, was it? Yeah, I thought it was 2. Yeah, 4. Right, oh, that's a very good win. Sorry, Kumpel, es hat wieder nicht geklappt. Rick Foot und sein Freund Dave haben sich am Rasthaus verpasst. Jetzt können sie nur mit dem Funkgerät über Sport reden. Rick ist ein Truckie, ein LKW-Fahrer also. Rick und seine Frau Vicky arbeiten two up. Das heißt, Vicky schläft, wenn Rick fährt. Und umgekehrt. Die beiden fahren einen Road Train. So nennt man die gewaltigen LKW hier, ohne die Australien nicht leben könnte. Jede Woche pflügen Rick und Vicky mit ihrem Road Train mehr als 6000 Kilometer über den Wüstenhighway. Gelegentlich müssen sie durch Überschwemmungen und fast immer gibt es irgendwo einen Buschbrand. Australien ist der trockenste Kontinent der Welt. Der Road Train passiert Wüsten und Halbwüsten. Vicky war mal ein Barmädchen. Ihr Mann Rick arbeitete früher als Klempner. Seit 30 Jahren fahren sie Trucks. Ihre Tour geht über den ganzen Kontinent, quer durch 4 Klimazonen. Wir haben Trucks in buchstäblich jede größere Stadt Australiens gefahren. Aber das hier ist die beste Tour, die es gibt. Der Stuart Highway. Diese Straße hat was, dass du sie nie mehr verlassen willst. Der Stuart Highway beginnt in Adelaide und führt quer durch Australien. Unsere Truckies sind diese Strecke bis Darwin über 1000 Mal gefahren. In den kommenden 4 Wochen werden wir die beiden immer wieder auf ihrer Tour begleiten. Rick hat über 6 Millionen Kilometer hinter dem Lenkrad seiner Trucks gesessen. Heute fängt der Trip schlecht an. In Port Augusta stoppt die Polizei den Road Train. Unsere Truckies sind genervt. Die Kontrolle frisst wertvolle Zeit. Einige Fahrer nehmen verbotene Mittel, um länger wach bleiben zu können. Daher machen die Beamtinnen bei Rick einen Schnelltest auf Drogen und Alkohol. Es ist alles in Ordnung. Ein freundliches See you later und es geht weiter. Noch 2722 Kilometer bis Darwin. Kurz darauf überprüft Rick einen der mit Lebensmitteln geladenen Anhänger. Die Polizeikontrolle hat er abgehakt. Die Mädels sind schon okay. Solange du keinen Mist machst, ist alles gut.
Bloß wehe, wenn du säufst oder sie ärgerst. Dann werden sie verdammt unangenehm. Aber das ist ihr Job. Und sie sahen doch super aus, oder? I wish they were all like that. All that good looking anyway. Meter lang sind die Road Trains auf dem Stuart Highway. Beim Überholen passieren viele Unfälle. Es sind meist Touristen, die die Länge der Trucks mit ihren 16 Achsen und 64 Reifen unterschätzen. Rick und Vicky hatten bisher Glück. Einen größeren Unfall hatten sie noch nicht. Gegen Abend unseres ersten Tages nähert sich der Truck Cooper Pedy. Rick erklärt, warum fast alle Australier schon von dem Kaff gehört haben. Cooper Pedy. Da gibt's gute Typen und ein paar echt Verrückte. Einige sind beim Buddeln nach Opalen wohl zu lange unter Tage gewesen. Die haben unterirdische Motels und Kirchen und so. Ja, ihr solltet da ein bisschen Zeit totschlagen und Spaß haben. Also klettern wir nach 842 Kilometern aus dem Roadtrain, um ein wenig Zeit in Cooper Pedy totzuschlagen. Rick und Vicky rollen in die Nacht davon. Tausende Hügel aus Abraum haben Menschen hier aufgehäuft. Neben jedem Hügel stürzt ein kerzengerader Schacht 30, 40 Meter in die Tiefe. Unter dieser Wüste erstreckt sich das größte Opalfeld der Welt. 1915 fand man den ersten Opal. Inzwischen ist die Wüste löchrig wie ein Karnickelbau. Nur in ortskundiger Begleitung darf man hierher. Der Schwabe Günther Wagner kam an einem Feiertag vormittags hier an, geriet in eine wilde Party und blieb. Weihnachten haben wir am 25. haben wir alle ein Weihnachtsessen gehabt. In Kobe waren wir 52 Leute. Und als wir fertig waren, sagte er, ah, jetzt gehen wir zu mir. Komm, Jungs, gehen wir zu mir. Am 7. Januar bin ich heimgekommen. Falsche Hosen, falsches Hemd, Schlappen, keine Schuhe an. So, Boy. Das war vor 43 Jahren. Fellbach bei Stuttgart hat er nie vermisst, sagt Günther. Opalsuche ist eigentlich nichts für Rentner. Der 65-jährige Günther aber bohrt und buddelt. Der nächste Opal könnte sich nur wenige Zentimeter tief im Fels verstecken. Und so hat Günther im Laufe der Jahre gewissenhaft Zentimeter um Zentimeter weggesprengt. Seither sieht es unter der Wüste so aus. Ob er, wie viele hier, durch die Opale zum Millionär wurde, will er uns nicht verraten. Günther erzählt lieber von den alten Zeiten. Früher, da waren sie ja verrückt, in 60 und Anfang 70er Jahren. Da haben sie 150.000 Dollar eine Nacht gefunden, nächsten Morgen waren sie schon pleite, haben sie schon Karten verspielt gehabt. Damals 150.000 Dollar, wenn die gefunden hast, so Ende 60, wenn die richtig angelegt hast, deinen ganzen Lebtag nicht mehr arbeiten brauchen. Zur Sicherheit unter Tage hat Günther ein entspanntes Verhältnis. Er bereitet die Sprengung vor. Wir sehen uns derweil in der Stadt um. Aus allen Ländern der Erde kommen Abenteurer hierher, selbst aus den exotischsten. Ihre Gräber belegen, Cooper Pedy ist ein Magnet für Exzentriker. Thank you.
In den 60er Jahren schweißte ein Opalschürfer diese Stahlstreben zusammen. Seine Kinder sollten schließlich auf einen Baum klettern können. Die australischen Ureinwohner, die Aboriginals, haben den Ort Cooper Pedy genannt. Weißer Mann im Loch heißt das. 1431 weiße Männer und Frauen leben derzeit in ihren Löchern, den sogenannten Dugouts. Wegen der extremen Temperaturschwankungen wohnen, arbeiten und beten die meisten in Cooper Pedy unter der Erde. St. Peter and Paul ist die älteste von 5 unterirdischen Kirchen. Opalsucher aller Konfessionen haben sie 1967 aus dem Stein gebrochen. Nur mit Spitzhacken und Schaufeln. Das ist die letzte Sprengladung. Alles hat Günther selbst gemacht. Den Sprengstoff gemischt und in die Zeitungen gerollt. Sogar die Zündschnüre sind made by Günther. Knapp 50 Meter entfernt warten wir auf die Explosionen. Sein Sprengstoff krepiert stärker, als Günther berechnet hatte. Und nach Explosion Nummer 4 wird diese Glühbirne nie mehr brennen. Opalschürfen ist wie Lotto spielen. Nur ein bisschen teurer und schwerer zu arbeiten. Aha. Oh. Mal gucken. Heute hat Günther Glück im Opal-Lotto. Er findet einen Stein und ist jetzt um knapp 2000 Dollar reicher. So, ich glaube, für heute ist Feier. Das reicht mir für heute. Wenn ich mal keine Lust habe, dann kann ich auch mal einen schönen Tag zu Hause bleiben. Ne? Oder find's gut, dann haust mal für ein Jahr oder zwei ab. Hast eine gute Zeit irgendwo anders, rund um die Welt. Kommst zurück, ziehst die alten Klamotten wieder an, gehst wieder mining. So hat Günther das oft gemacht in seinem Leben. Am Ende aber ist er immer wieder zurückgekehrt nach Cooper Pedy. Der Opal lässt ihn nicht los. Zu Rick und Vickys Ritualen gehört, dass die 58-jährige Vicky vor allem nachts fährt. Rick ist 60. Von Trucker-Romantik halten die beiden nicht viel. Aber jetzt, nachts, lässt selbst Vicky mal die Gedanken schweifen. Queen of the Road. Königin der Landstraße. Ja, ich glaube, das bin ich schon. Wir haben zwar einen Boss zu Hause, aber wir sind der Boss des Trucks und der Boss unseres Lebens, weil du hier draußen selber auf dich aufpassen musst. Der Road Train nähert sich unterdessen dem Zentrum des Kontinents. Rick und Vicky schicken uns in die Wüste, zum Ayers Rock. Der weltberühmte Felsen liegt fast 300 Kilometer westlich des Stuart Highways. Unsere Truckies sehen ihn nie. Sie sind stur, die Outback-Ossis, und sie fluchen wie die Kesselflicker. Also haben sie sich in Alice Springs gedacht, nur weil in dem gottverdammten Fluss kein Wasser ist, sollen wir auf eine Regatta verzichten? Seit 50 Jahren rennen sie hier an einem Wochenende Mitte August um die Wette. Und die sonst so fairen Ossis zeigen sich dabei schockierend
hinterlistig. Hey, das ist nicht regelkonform. Ihr habt einen Helm verloren. Hey, wir wollen hier gewinnen und nicht Fair Play spielen. Was ist mit den Krokodilen im Wasser? Habt ihr keine Angst? Raus aus dem Wasser, Kumpel, und rein in die Kneipe. Man hatte uns gewarnt, niemals sollten wir das, Zitat, verfluchte Jahr 1993 erwähnen. Natürlich haben wir es doch getan. What about 1993? Indessen messen sich die Teilnehmer in rustikalen Disziplinen wie Sand in Tonne schaufeln oder Kanupaddeln im Sand. Und 1993? Fast alles ist dem Publikum erlaubt. Allerdings herrscht ein striktes Fischfütterverbot und Nacktbaden darf man auch nicht. Aber wie war das damals nochmal? Also 1993. Ali Melki ist bei der Henley-on-Todd-Regatta der Ringmaster. Dessen genaue Aufgaben bleiben uns rätselhaft. Dafür kann uns Ali endlich den Fluch des Jahres 1993 erklären. 1993, da hatten wir Regen. Regen. German, Regen. Also gab es keine Boote und kein Bootsrennen. Ein unglaublich trauriges Jahr. Very sad year. Zum Ausklang der Regatta lassen distinguierte Mitglieder des örtlichen Rotarierclubs die Sau raus. Nein, einen historischen Grund gibt es für diese Seeschlacht nicht. Der einzige Anlass ist die kindliche Lust daran, sich mal wieder so richtig schön voll zu sauen. Eine Tankstelle in Alice Springs. Morgens um kurz vor fünf treffen wir hier Rick und Vicky wieder. Der LKW verbraucht knapp einen Liter Diesel pro Kilometer. Für die gesamte Tour also rund 5500 Liter. Rick ist todmüde. Nach dem Tanken erklärt uns Rick, warum die Fahrerei so anstrengend ist. Wenn du das Lenkrad so ein Stückchen hin und her bewegst, dann läuft dir der dritte Anhänger einen guten Meter aus der Spur und schwingt voll über die Straße. Für viele Paare wäre es ein gelebter Albtraum, jede Woche über 100 Stunden ununterbrochen mit dem Partner zusammen zu sein. Und das auf 4 Quadratmeter. Rick und Vicky stört das nicht mehr. Vor vielen Jahren hatten wir ein paar Mal richtig Streit. Aber das ist vorbei. Nein, wir sind echt die besten Kumpel. Und das lassen wir nicht einfach so sausen. Wir sind einfach gerne zusammen. Rick fährt, Vicky schläft. Insgesamt haben sie 5 Kinder aus ihren ersten Ehen, aber kein gemeinsames. Diesen Film wollten sie auch machen, um ihren 8 Enkeln zu erklären, warum Opa und Oma jede Woche tagelang nicht zu Hause in Adelaide sind. Nach 20 Stunden Fahrt haben die beiden hier etwas mehr als die Hälfte des Hinwegs geschafft. Von Alice Springs fährt der Road Train 135 Kilometer bis zur Frühstückspause am Rasthaus Aileron. Am späten Nachmittag werden wir Rick und Vicky kurz vor Larimar wieder verlassen. Aber jetzt gibt es erstmal Frühstück.
Nach 1664 Kilometern erreicht der Road Train das Rasthaus Aileron. Jeden Montag frühstücken die Truckies hier. Seit 12 Jahren. Bacon, Eggs and Beans. Bacon, Eggs and Beans. What do you want? All right. Drinnen treffen sie alte Freunde, ehemalige Truckies. Aber die alten Zeiten sind endgültig vorbei, erzählt uns Greg, der Chef hinterm Tresen. They pull up at your pub and they might be there. Damals kamen sie in deine Kneipe und blieben 4, 5, 6 Stunden. Die Truckies hatten damals keine festen Termine nach dem Motto, dann und dann musst du hier oder da sein. Heute haben sie ja kaum noch die Zeit für ein Essen oder eine Pause. Während Rick und Vicky essen, träumt Greg davon, selber mit einem Roadtrain über den Stuart Highway zu preschen. Ah, das wäre klasse. Da rauszugehen, übers Land zu brettern und die Karawans von der Straße zu pusten. Vicky startet die 640 PS des Kenworth T908. Noch 1363 Kilometer bis Darwin. Viel verdienen die beiden nicht, aber sie haben auch kaum Zeit, ihr Geld auszugeben. Ihr Lohn sei die tolle Landschaft, sagen sie. Um kurz nach 13 Uhr passiert der Truck die Devil's Marbles, die Teufelsmurmeln. Erosion und Verwitterung formten die Kugeln. Mehrere tausend von ihnen stapeln sich hier. Die Devil's Marbles sind das größte Granitkugelfeld der Welt. Nach 2497 Kilometern taucht ein Helikopter neben dem Roadtrain auf. Der Rinderfarmer und Helikopterpilot Ben Tapp ist eine Fliegerlegende im Outback. Viele Truckies haben von ihm gehört. Sofort greift Rick zum Funkgerät. Wie läuft der Viehtrieb, Ben? Es ist ganz gut gerade. War schon schlechter, war schon besser. Ein durchschnittliches Jahr. Aber insgesamt ist die Saison gut und die Rinder sind gesund. Ben macht mit seinem R22 noch ein bisschen Blödsinn über dem Highway. In jedem anderen australischen Bundesstaat säße er wegen sowas längst im Knast, glaubt er. Aber hier im Northern Territory seien sie locker, auch die Cops. Ben hat einen Heidenspaß an seinem verbotenen Tiefflug. Ja, my judgment's right. Wir verlassen den Stuart Highway. Ben hat uns eingeladen, ihn und seine Crew morgen beim Cattle Mustering, dem Viehtrieb, zu begleiten. Bauernhöfe heißen Station in Australien. Bens Merrifield Station ist so groß wie Hamburg und Berlin zusammen. 1500 Quadratkilometer. Okay, Leute, morgen geht's in aller Frühe los, sagt Ben. Während wir mit Ben filmen, fahren Rick und Vicky weiter. 528 Kilometer liegen noch vor ihnen bis zum Ziel ihrer Tour in Darwin. Rindertrieb mit Pferden? Das ist lange vorbei. Seit über 30 Jahren treiben fast alle Züchter ihre Herden mit Helikoptern und Jeeps zusammen. Dafür benötigt man mindestens zwei Helikopter. Im zweiten R22 sitzt noch ein Ben, Ben Wall. Die beiden Bens müssen sich blind verstehen, sonst wird es gefährlich.
Zuerst fliegen sie die Station im Zickzack ab. Dabei treiben sie die Rinder in Richtung des Pferchs, der neben dem Bauernhof steht. Das alles erfordert viel Konzentration. Früher verlief das Mustering ruhiger. Ja, ich habe das früher sehr gemocht. Mit den Pferden hat es einfach viel mehr Spaß gemacht. Aber heutzutage ist es auch klasse. Was früher gut eine Woche gedauert hat, das machst du heute mit dem Helikopter in einem oder sogar in einem halben Tag. Eine halbe Stunde später, Frühstück und Besprechung der beiden Piloten mit Rob, dem Chef am Boden. Ben erklärt, wo sich die meisten Rinder aufhalten. Robs Bodencrew besteht aus Greenhorns, irischen Saisonarbeitern. Der junge Ben ist 28 Jahre alt. Er ist zum zweiten Mal dabei. Nachdem das Lagerfeuer gelöscht ist, beginnt der wirklich gefährliche Part des Musterings. Die Helikopter stoßen jetzt zwischen den Bäumen bis auf den Boden herunter, um besonders träge Tiere anzutreiben. Bei diesen Flugmanövern sterben jedes Jahr mehrere Piloten in Australien. In der letzten Saison stürzte ein Freund von Ben hier auf der Merrifield Station ab. Auch er überlebte nicht. Ben zahlt jährlich 40.000 australische Dollar an seine Lebensversicherung. Immer wieder gehen die Piloten jetzt bis an die Grenze des fliegerisch Möglichen. Der kleinste Fehler würde zum Absturz führen. Ben und Ben sprechen pausenlos miteinander. Fuck me, Dad, for fuck's sake, answer the fucking radio. Yeah, well, the fucking gate's open, out in the fucking wallet. Fucking all came out in here, but... Glücklicherweise hegt Ben keine lyrischen Ambitionen. Er ist stinksauer. Eines der verdammten Greenhorns am Boden hat vergessen, ein Tor zu schließen. Ein Teil der Herde konnte fliehen. Jetzt müssen die Rinder erneut zusammengetrieben werden. Unten am Boden organisiert Rob die Arbeit und nach dem Anschiss aus der Luft ist seine Laune mies. Die irischen Saisonarbeiter auf den vierrädrigen Motorrädern stellen sich besonders blöde an, sagt er. Rob muss zwei Herden antreiben, die Rinder und die Motorrad-Iren. Die Rinder seien deutlich intelligenter, findet er. Beide Bands arbeiten auch auf anderen Stations beim Cattle Mustering. Es gibt nicht viele Piloten, die eine Tieffluglizenz besitzen. Eine knappe Stunde später hat die Crew die Ausreißer erneut zusammengetrieben. Um 14 Uhr trotten die letzten Rinder in den Pferch. Sie alle werden nach Indonesien exportiert. Ben und Rob sind wieder entspannt. Sie lieben das Outback. In der Stadt könnten sie nie leben. Too hectic, too... Es ist viel zu hektisch. In der Stadt fühle ich mich völlig unwichtig, fast wie ein kleiner Hund. Alle laufen mit ihren Kopfhörern rum, schreiben SMS auf ihren Handys. Du kannst durch ein Einkaufszentrum laufen, 10.000 Leute um dich rum und nicht ein einziger sagt Hallo. Rob kam vor 34 Jahren ins Northern Territory. Er ist damals regelrecht aus Sydney ins Outback geflohen. Unsere Einstellung zum Leben ist völlig anders. Hier ist es so, wenn es passieren muss, dann passiert es auch. Wenn es kaputt ist, dann musst du es reparieren können. Du kannst nicht in den Laden um die Ecke gehen und sagen, reparier das mal, Kumpel. Du kannst nicht eben eine Flasche Milch kaufen. Von hier sind es 2 Stunden Fahrt bis zum nächsten Laden. Wir sind zurück im Roadtrain. Der Truck ist auf der letzten Etappe. Noch 350 Kilometer bis Darwin. Zum ersten Mal, seit wir sie begleiten, sitzen Rick und Vicky nebeneinander. Das ist sehr, sehr selten, dass wir beide hier vorne sitzen, wenn der Truck fährt. Aber manchmal sitzen wir hier, halten Händchen und unterhalten uns über alles Mögliche und darüber, was wir machen, wenn wir nach Hause kommen.
all that sort of stuff. Yeah. Wenn Rick und Vicky ihren Roadtrain zum allerletzten Mal geparkt haben, dann wollen sie sich ein Wohnmobil kaufen und zurück auf den Stuart Highway. Dann aber ohne den Termindruck. Für Rick steht dann ein Besuch im Nitmiluk Nationalpark ganz oben auf der Liste seiner Wunschziele. Er will dort seine Lieblingstiere sehen. Krokodile. Sie in der Wildnis zu beobachten, einfach zu sehen, was sie so machen. Manchmal können wir sie ja sogar vom Truck aus sehen, wie sie im Fluss schwimmen. Aber da ist man natürlich weit weg und kann sie nicht so gut beobachten. Rick hat uns neugierig gemacht. Wir wollen Krokodile im Nitmiluk Nationalpark suchen. Der Truck fährt derweil weiter nach Darwin. Jamie Brooks ist ein Aboriginal und Guide im Nitmiluk Nationalpark. Er kennt alle Krokodile hier beim Vornamen. Jetzt wird Jamie sie uns zeigen. Während wir suchen, erklärt uns Jamie die Geschichte des Nationalparks, den die meisten Australier unter seinem alten Namen Catherine Gorge kennen. Nitmiluk ist aber nicht nur ein neuer Name. Seit 1989 verwalten ihn die Aboriginals vom Volk der Djawoi. Sie beschäftigen auch weiße Mitarbeiter. Aber alle Entscheidungen trifft ein Ältestenrat. Die Djawoi haben volle Kontrolle über ihr Land. Sie können ihre historischen Felsmalereien schützen. Sie können die Touristen in bestimmten Gegenden wandern lassen und kontrollieren, wo genau sie herumlaufen. So dass die Leute nicht einfach über die in unserer Kultur besonders wichtigen Friedhöfe trampeln. Weiterhin sonnt sich kein Crocodylus johnsoni, ein Süßwasserkrokodil also. Immerhin zeigt uns Jamie eine martialische Krokodilfalle. Die ist aber auch leer. Der blutige Teil der Besiedlungsgeschichte Australiens sei vorbei, erzählt Jamie. Früher habe es extreme Gewaltausbrüche der Weißen gegenüber den Aboriginals gegeben. Es ist jetzt verboten, einfach in den Busch zu gehen und einen Aboriginal zu erschießen. Die Gesetze wurden verändert. Die Menschen haben gelernt, miteinander zu leben. Der Rassismus ist nicht mehr so schlimm wie früher. Heutzutage dürfen die Aboriginals wieder ihr eigenes Land kontrollieren. Und heute wird keine Aboriginal-Frau, die ein Kind von einem Weißen bekommen hat, dieses Kind einfach weggenommen. Das gibt es nicht mehr. Aboriginals können gut mit Weißen zusammenarbeiten. Inzwischen suchen wir sogar unter Wasser. Nach 3 Stunden sehen wir endlich ein Krokodil. Naja, ein streichholzgroßes Krokodilchen. Zum letzten Mal sind wir zu Rick und Vicky in den Roadtrain geklettert. 3017 Kilometer sind sie seit Adelaide unterwegs. 9 Kilometer noch bis zum Ziel in Darwin. Heute fahren auch viele Frauen die riesigen Trucks. Als Vicky vor 30 Jahren als Fahrerin anfing, war das noch anders. Sehr viele haben einfach nicht mit uns Frauen geredet. Sie dachten, wenn du mit einem Mann auf einem Truck fährst, bist du automatisch seine Freundin. Schonbezüge nannten sie uns. Und dachten, wir wären nicht zum Fahren da, sondern für etwas anderes, um so die Männer happy zu machen. Nach der knochentrockenen Wüstenluft herrscht hier plötzlich eine gewaltige Schwüle. Zum Glück sind die 3 Anhänger gut gekühlt. Alle sind randvoll mit Lebensmitteln, weil es hier im Norden zum Beispiel keine Molkereien gibt. Jeder Joghurt für Darwin muss wöchentlich quer über den Kontinent hierher gebracht werden.
Rick und Vicky hatten auf dieser Tour eine komplizierte Reifenpanne. Mit über 2 Stunden Verspätung erreichten sie heute ihr Ziel. Ein Industriegebiet im Süden Darwins. Wenn du hier ankommst, denkst du, das war's. Jetzt geht's zurück nach Hause. Aber es ist ja nur die Hälfte der Strecke. Es ist kurz nach 3:30 Uhr morgens, als Rick den Truck zum Schweigen bringt. Das war's, sagt er. Über 40 Stunden sind Rick und Vicky gefahren. Jetzt müssen sie schlafen, und zwar beide. 4-5 Stunden. Dann lenken sie den Truck 3000 Kilometer zurück. Das ist immer noch ein guter Job, der dir quasi ins Blut übergeht. Wir sind wohl so eine Art Zigeuner. Aber langsam kommen wir in das Alter, in dem wir denken, so viele Jahre sind es wohl nicht mehr, bis wir aufhören.